des Jahres 2022 hier in der Gutscheune in Varel. Eine ganz besondere Location. So 250, 300 Gäste waren hier, durften übrigens während der Veranstaltung zum ersten Mal essen und trinken, haben ein neues Konzept gewählt und hier auf der Bühne war eine Menge los. Da sind die Sportler gewählt worden, geehrt worden, Show-Acts hatten wir dabei, Armvertikal, und das hängt da hinten noch. Dann haben wir noch was mit Hula-Hoop-Reifen gehabt und ach, mega Programm hier gehabt, aber am wichtigsten war natürlich die Sportler. Carla Witte, Sportlerin des Jahres geworden, Marc Palentin, Sportler des Jahres geworden und die HSG Aue Hundelöwen, oder Löwin muss man eigentlich sagen, Mannschaft des Jahres. Hier war richtig was los und ich kann es eigentlich gar nicht erwarten. Nächstes Jahr gerne wieder. Bis dahin. Ciao. Ihr seid Mannschaft des Jahres geworden mit den HSG Hunte Aue Löwinnen, kann man sagen. Ja. Was habt ihr gedacht, als euer Name genannt wurde? Einfach nur mega geil, dass wir das jetzt gewonnen haben als Mannschaft. Das ist sehr wichtig für uns alle und wir freuen uns riesig über diesen Doppelerfolg mit Carla. Ja, Carla, du bist Sportlerin des Jahres geworden als Einzelhandballerin. Das hat es 28 Jahre lang nicht gegeben. Warum nicht? Weil es nicht so ein geiles Team gab, wie wir jetzt haben. Ja, du weißt immer darauf hin, das ist dir fast schon unangenehm, oder? Nee, also es ist wirklich ein Mannschaftssport und es ist nur möglich durch das Team. Die spielen mir die Lücken frei, die spielen mir die Pässe zu, vertrauen mir. Also ohne das Team wäre es nicht möglich, dass ich hier Sportlerin des Jahres geworden bin. Ja, und dann ist der Pokal, kommt dann in die Halle, oder nicht bei dir zu Hause? Ja, natürlich. Du bist die Trainerin? Auch. Auch, ihr habt zwei Trainer. Was ist so toll an dieser Mannschaft? Der Zusammenhalt, der Kampfgeist und dass man nie aufgibt. Egal wie schlimm die Situation ist, man kämpft zusammen bis zum Schluss. Was müssen Sie auf keinen Fall verbessern, deine Mädels? Den Teamgeist. Der ist perfekt. Und was sagst du als Trainer? Mit so einer Truppe, wie kann man die denn bändigen? Ich bin mega stolz. Ich will sie auch gar nicht bändigen. Im Gegenteil, sie sollen so weitermachen, wie sie bis jetzt gemacht haben. Was gibt es da zu bändigen? Die hätten fast unsere mega teure Leinwand hier runtergeholt. Müsst ihr die fester schrauben. Genau, so machen wir das. Vielen Dank und feiern noch schön. Danke. Ute, wir haben dich ja heute ein bisschen überrascht bei der Sportlerwahl mit der Auszeichnung Trainerin des Jahres. Was ist dir denn da durch den Kopf gegangen, als du das geworden bist? Ich habe gedacht, Wahnsinn, was ist jetzt los? Das kann nicht wahr sein. Völlig überrascht, aber auch total Freude gespürt. Weil? Stolz und das Video dann auch, was ich gesehen habe, was so unheimlich viele Erinnerungen ganz schnell hochgebracht haben, ne? Ja, ehemalige Sportler, Talente von dir, haben sich zu Wort gemeldet. Dein Sohn gehört auch dazu und haben gesagt, das hast du dir verdient. Ist das auch ein ganz angenehmes Gefühl zu sagen, Mensch, ich kriege auch was zurück dafür? Ja, auf jeden Fall. Ne? Und gerade die Worte des eigenen Kindes sind natürlich dann noch herzerwärmender. Ne? Aber auch, wie gesagt, die anderen drei, die da im Video waren, das waren ja wie meine Ziehkinder irgendwo. Aber du findest immer wieder neue Talente und formst die und die kommen wieder in Landeskader. Wie machst du das? Ich habe wahrscheinlich das Glück, dass ich in einem Verein tätig bin, wo schon viele gute Athleten herausgekommen sind. In den TSV Asendorf, muss man nennen an dieser Stelle? Genau. Und es gibt ja in unserem Kreis nicht ganz so viele Vereine. Es ist noch Stur, Solingen, Brinkum, Weihe. Und ich habe halt den ganzen Umkreis Richtung Nienburg, Richtung, auch Richtung Solingen. Die kommen ja aus Schweringen und aus Heiligenfelde, sonst woher. Ne? Also die nehmen viel auf sich auch. Heute war noch jemand da. Eigentlich warst du der Überraschungsgast für Nele Eckert, unseren Ehrengast. Die hast du auch trainiert und die ist Weltspitze. Sie gehört dazu oder zur europäischen Spitze. Was denkt man dann, wenn man dann so eine Athletin hier wieder trifft? Ja, also ich habe ja ganz früh das Talent bei ihr erkannt. Bin auch unheimlich froh, dass ich sie dann nach Hannover weitergegeben habe, weil irgendwann sind die Kapazitäten bei uns auch zu Ende gewesen vom Platz her, auch von meinem Trainerwissen zu damaliger Zeit. Und ich glaube, wenn Nele nicht aufs Internat gegangen wäre und über Hannover den Weg eingegangen wäre, dann wäre sie wahrscheinlich nicht ganz nach oben gekommen. Aber ich gebe Athleten dann auch ab, wenn ich sehe, dass es woanders bessere Förderung gibt. Es war ein besonderer Abend hier in der Gutscheune in Varel. Wie hat es dir denn gefallen? Wie hat dir das Programm auch gefallen? War sehr schön ausgedacht. Also diese ganzen drei akrobatischen Sachen waren
waren echt was fürs Auge, ne? Und Mannschaften, die gewonnen haben, die gejubelt haben. Jubelnde Sportler, da musst du dir doch das Herz wahrscheinlich aufgehen. Ja, ich kenne das gerade die Handballer. Mein Mann hat auch lange Jahre Handball gespielt. Also so dieses Extrovertierte kenne ich von den Handballern. Mit Fußballern habe ich ja nicht so viel zu tun, aber das kennt man ja allgemein, dass sie sich auch total freuen. Und mich hat es gefreut, dass auch die Voltigierer dann da so gut platziert wurden. Genau. Dritter geworden, fast Zweiter geworden. Aber das ist das Schöne am Sport, ja, alles bunt gemischt heute. Ne? Ja, total. Also ein richtig super tolles Programm. Wunderbar. Dann vielen Dank und alles Gute. Dafür nicht. Gerne. Jedenfalls. Ciao. Super. Er hat einen Stammplatz und ist absolute Führungskraft beim Bezirksligisten TuS St. Hülfe. Marc, Sportler des Jahres 2022, was hast du gedacht, als dein Name genannt wurde? Ja, wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei der Nominierung schon allein bin ich mir ein wenig aus den Wolken gefallen, gesagt, mit dem Alter noch nominiert worden und dann, wo du dann noch einen Namen aufgerufen hast, auf Platz 1, überragend. Also da war für mich, ja wie gesagt, das Schweißausbrüche war überragend. Was machst du, dass du mit fast 50 noch ganz normal Seniorenfußball gegen 20-Jährige spielst? Wie kriegst du das hin? Ja, das ist, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Der Fußball ist halt mein Sport. Ich liebe den Fußball, ich liebe den Sport. Und da ist das Alter, glaube ich, auch vollkommen egal, ob du nur 50 bist oder sowas. Wenn du einfach Bock auf den Fußball hast, dann tut dir auch irgendwo nichts weh und sowas. Dann läuft das noch einigermaßen. Hast du irgendwo mal einen Älteren getroffen als sie? So in dem Herrenbereich jetzt nicht, nee. Und wenn du jetzt so gegenschwer siehst, lächeln die manchmal und denken so, ach komm, den alten Mann, den mach ich mal im Platz? Ja, ja, das kommt häufiger für. Auch wenn du irgendwie mal so einen Foul machst oder irgendwie was isst oder sowas, dann heißt es so, ey komm, du bist jetzt schon fast 50, stell dich nicht so an. Oder kommen so solche Sprüche halt mit dem Opa und ne, bist ja viel zu alt und solche Geschichten. Sowas kommt dann schon mal, aber da lächelt man halt drüber. Ne? Spitzname Opa, wann wirst du Opa? Keine Ahnung, weiß nicht. Marc, wie lange willst du noch spielen? Solange es geht? Solange die Knochen noch mithalten. Wie gesagt, ich habe richtig Bock auf den Sport. Aber wie gesagt, ich gucke immer von Monat zu Monat, Tag für Tag oder so. Oder von Jahr zu Jahr. Also wie gesagt, Bock habe ich noch. Solange es die Knochen mithalten oder mitmachen, will ich noch weiter kicken, klar. Alles klar, vielen Dank. Marc Valentin, ciao.